steigende Zahlen bei der Arbeitslosenquote und so manch einer muss sich in dieser Corona-Zeit beruflich neu erfinden. Und da hilft der Beat Gähwiler. Du bist Berufs- und Laufbahnberater aus Weinfelden. Beat, wie hast du die letzten paar Monate so miterlebt? Also, ich habe deutlich mehr Arbeit wie vorher. Es ist mir noch entgegengekommen, dass ich mein Amt als Sekundarschulpräsident auf den Sommer abgegeben habe und von dort her mir jetzt auch mehr Zeit nehmen konnte. Es haben sich viele Leute gemeldet, die durch die Corona-Krise betroffen sind, aus der Flugbranche, aus dem Gastgewerbe, Tourismus, aus vielen Berufen, wo es einfach schwierig ist. Und ja, und mit diesen Leuten bin ich unterwegs. Und jetzt sind ja gerade die neuen Zahlen vom SECO rausgekommen. Wenn man jetzt vor allem auf letztes Jahr schaut, dann gibt es da eine Verdopplung. Das sind unglaubliche Zahlen, oder, die wir jetzt hier haben. Ja, es ist schon ein bisschen besorgniserregend, wenn man jetzt sieht und weiss, viele sind in Kurzarbeit. Die Kurzarbeit läuft irgendwann aus und die Firmen müssen dann entscheiden, können wir jetzt die Leute wieder beschäftigen oder nicht, oder müssen wir es halt entlassen. Und ich sehe einfach die ich auch habe in der Beratung, ist deutlich schwieriger geworden, um eine Stelle zu finden. Mhm. Weil die Firmen einfach auf der Bremse sind. Weil sie nicht wissen, wie jetzt das geht, wie lange bleibt die Krise, wann erholt sich der Arbeitsmarkt wieder. Es gibt viele, die aber auch sehr verantwortungsvoll umgehen und sagen, ich will meine Leute behalten, wenn ich mit Firmenchefs Kontakt habe. Aber es beschäftigt mich und meine Kunden, was hier abläuft. Uns alle. Was denkst du so, wie die nächsten paar Monate werden sein, jetzt gerade in deinem Bereich? Ja, die Arbeit wird weiter viel sein. Auch da geht es ja nicht nur darum, um eine berufliche Sache, sondern die Leute auch auffangen, wie sie betroffen sind, oder? Von emotional, denen geht es vielleicht auch nicht gut. Ich weiss, dass auch bei Psychologen die Arbeit zugenommen hat. Und es kommt jetzt sehr darauf an, ob ein Impfstoff gefunden wird und eigentlich mal die Corona im Griff bekommt. Mhm, da ist ja die letzten paar Tage schon mal einiges gegangen, kann man so sagen. Man hat immer so ein das Gefühl, dass vor allem der Kulturbereich betroffen ist, Gastro. Aber das sind ja ganz viele verschiedene Bereiche. Es betrifft ja schlussendlich die gesamte Wirtschaft. Ja, es gibt schon Branchen, die Gewinner sind. Die ganze Logistik, die IT-Bereich, aber sonst sind viele betroffen mit dem Rückgang der Arbeitskräfte, der ganzen Verkauf. Sehe ich, wie das schwierig ist dort und die Branche, die du vorher gesagt hast. Es ist schon so, der Virus durchdringt alle Branchen. Mhm. Habe ich den Eindruck. Überall, aber nicht überall in der gleichen Auswirkung. Mhm. Wir wollen jetzt heute wirklich auch so ein bisschen beratend tätig sein und natürlich den Menschen daraus auch ein bisschen Tipps und Tricks geben und vielleicht auch ein bisschen Ratschläge, in welche Richtung dass es kann gehen. Wie du schon angesprochen hast, es gibt ja wirklich auch Bereiche, die jetzt recht am Boomen sind, also die ganzen Technikfirmen, Sachen, die jetzt natürlich auch aufs Homeoffice angespielt haben. Wie würdest du das einschätzen? Das war ja jetzt ein Boom. Hebt der noch etwas an? Also empfiehlst du jemandem, auch so einen Wechsel zu machen in eine andere Branche? Da muss ich immer ganz individuell anschauen. Da kommt ganz auf die Situation an. Man kann nicht einfach sagen, bei den Leuten, die jetzt im Gastgewerbe sind, ihr müsst euch umorientieren. Da kommt darauf an, wo die Interessen sonst auch hingehen. Und das ist ja auch nicht so einfach. Man kann nicht einfach vom Gastgewerbe nachher in der IT arbeiten. Da braucht ganz viel Bildung und einen riesen Aufwand. Aber das gibt schon Leute, die auch mit 40 noch Wechsel machen können. Eben, das siehst du schon auch so, oder? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bin dort, wo ich jetzt gerade bin, einfach nicht glücklich und ich merke auch, das ist eine Branche, die jetzt in nächster Zeit auch nicht so viel läuft und ich habe vielleicht auch gewisse Fähigkeiten im technischen Bereich. Wie geht man denn so ein Gespräch an oder auf was schaust du da?
Also ich komme fast von allen Vorgängen schon den Lebenslauf über, wo ich einmal sehe, was die Leute schon gemacht haben. Es geht darum, dass ich die kennenlerne. Und meine Haltung ist immer die gleiche. Ich probiere, meine Kundinnen und Kunden dort zu beraten und ihnen einen Weg aufzuzeigen, wo ich merke, da ist wirklich viel Freude, da ist Leidenschaft, aber es passt auch mit den Kompetenzen überein. Bei den Kompetenzen kann es dann schon sein, dass vielleicht dort noch sie Bausteine müssen zuholen. Aber ja, irgendwann geht es auch nicht, dass man nochmal voll eine neue Ausbildung macht. Aber ich spüre schon ein bisschen raus, du schaust nicht, wie ist der Markt jetzt gerade im Moment, sondern du sagst wirklich, schaut auch bei euch selber, was macht ihr gern, was macht ihr gut und nicht, was ist jetzt gerade gesucht? Es braucht beides. Also, da, was ich vorher gesagt habe, dass man dort arbeiten sollte, wo man Freude und Leidenschaft hat, da wird bleiben, da wird auch die Corona-Krise nicht verändern, aber es gibt dann halt gleich Bereiche, wo man mal sagen, ja, jetzt in die Richtung sich zu schulen und probieren dort reinzukommen, es macht die nächsten Jahre nicht viel Sinn. Wenn jetzt jemand richtig Pilot will, er kommt schon fast nicht rein. Private Ausbildungen gibt es vielleicht noch, aber die Zukunft sieht dort ein paar Jahre nicht so gut aus. Mhm. Und da kann man nicht einfach wegtun, aber wenn jemand Pilot will, dann geht es vielleicht in der Beratung darum, zu sagen, Alternativen aufzuzeigen, dass jemand anfängt, Segelflügeln oder so etwas machen, mhm, wo dem näher kommt. Oder das verwandt. Ja, genau. Was ich schön finde, ich merke immer mehr, dass so die Soft Skills immer wichtiger werden. Also nicht mehr die Hard Skills, was hat jemand wirklich effektiv für eine Grundausbildung, sondern auch, wie fähig ist ein Mensch, sich weiterzuentwickeln und auch etwas Neues zu lernen? Wie nimmst du das wahr? Persönlichkeit, glaube ich, hat schon immer eine grosse Rolle gespielt, was jemand ausstrahlt, was für eine Energie, was für eine Persönlichkeit jemand ist. Und auf das schaue ich schon auch sehr in die Beratung. Ich habe viele Leute, die ankommen, wo es halt nicht gut geht. Und dann bin ich mit in der Lebensberatung. Was hilft den Kundinnen und Kunden, dass es wieder besser geht, dass wieder sie ihre Freude und Energie ausstrahlen, weil die Stellensuche geht, funktioniert so nicht, wenn sie in einem Loch sind. Und von dort her ist Persönlichkeit ja sehr wichtig, aber die fachlichen Kompetenzen spielen trotzdem eine Rolle und halt immer mehr auch. Die Jungen bilden sich unglaublich und nochmal eine Bildung und dann fangen sie etwas an und dann kommt nochmal ein CAS und nochmal etwas. Aber man hört ja immer wieder, das ist so ein bisschen die Diskussion, oder? Nur weil jemand einen Titel hat, heisst das nicht, dass er dann auch wirklich befähigt ist, ja, in dieser Position. Ja. Du sagst jetzt aber gerade, ja, das wird aber weiterhin so bleiben. Dass man wirklich auf die Titel schaut und dass das etwas sehr Wichtiges ist. Es hat einfach zugenommen in den letzten Jahren, dass so bei gewissen Stellen kommen die Leute nicht zum Vorstellen, wenn sie nicht bestimmte Qualifikationen können vorweisen können. Und dann hat es aber vielleicht ganz viele andere, die da auch alles mitbringen. Und dann kommt halt die Persönlichkeit zum Tragen. Wenn man jetzt die Qualifikationen nicht hat, oder? Das erlebt man immer wieder mal, dass man sagt, oh, den Job, den fände ich jetzt lässig, aber das und das kann ich einfach nicht. Empfiehlst du dort den Menschen trotzdem ein Bewerbungsschreiben zu schicken? Wenn ja, auf was muss man achten? Oder sagst du, nein, lasst da lieber die Finger davon? Ich tue meine Kundinnen und Kunden so beraten, dass ich ihnen empfehle, wenn so eine Idee auftaucht, was sie gerne machen möchten, dass sie, wenn jemand findet, möchte Moderatorin werden oder so, dann unbedingt mit so jemandem reden, vielleicht darf er mal dabei sein. Und wenn sie dann Feuer und Flamme werden, dann hilft das auch, zum eine Stelle zu finden, wenn es gegenüber, wo man sich bewirbt, merkt, ah, die Person hat sich total auseinandergesetzt, die ist Feuer und Flamme, die will das machen. Da ist schon oft der Türöffner. Und von dort her empfehle ich, ja, auch mutig zu probieren, auch wenn nicht alles stimmt. Und da merke ich einen grossen Unterschied auch noch ein bisschen zwischen Mann und Frau, dass Männer dadurch ein bisschen frecher sind.
Ah ja, ich hätte jetzt gerade gedacht, dass die Frauen eher so die Frechen sind. Aber vielleicht ist das bei dir so. Ja, das ist bei mir definitiv so, ja. Du hast seit 20 Jahren Sprungbrett in Weinfeld. Das ist Berufs- und Laufbahnberatung. Du sagst aber eben auch ganz klar, auch Lebensberatung. Ja. Wieso gehört das für dich dazu? Ich habe früher noch lange beim Kanton als angestellter Berufs- und Laufbahnberater geschafft und dort so gesehen, die Leute sind halt ganz, kommen in die Beratung und sie bringen ihre Themen mit. Es ist, bei meinen habe ich gemerkt, eigentlich müssen die lernen, umgehen mit Stress. Vielleicht habe ich so ein paar Hinweise können geben und da tue ich jetzt ausgeprägt machen. Kundinnen und Kunden kommen mit den Themen, die sie beschäftigen. Und wenn halt jemand muss lernen, umgehen mit Stress, dann nützt auch ein neuer Beruf nichts, weil das ist überall, die müssen es da lernen. Oder wenn es am Selbstvertrauen mangelt, dann kann ich nicht das lösen. Aber ich schicke sie in einem her, wo da gestärkt werden kann. Ich mache Empfehlungen, ich habe mich in vielen Lebensthemen geschult und Unterlagen erstellt, wo ich die Leute so begleiten und Inputs geben. Und gewisse Sachen kann ich im Coaching selber bewirken, mit ihnen erreichen und anders gehen sie zu anderen Leuten, die ihnen da weiterhelfen. Mhm. Wenn jetzt jemand auf der Suche ist nach einem neuen Job und vielleicht auch sagt, für mich wäre es auch in Ordnung, wenn es in einen anderen Bereich gächte. Ich höre das noch bei dir, dass man dann auch ein bisschen überfordert ist von den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Was hast du da für Tipps und Tricks für so die ersten Überlegungen? So also das Mind-Modul mal machen, die Heime oder wie kann man das angehen? Das eine ist sicher, wenn sie in die Beratung kommen, dann gebe ich ihnen nach der ersten Sitzung, wir machen vielleicht einmal einen Test. Wir sehen dann ein bisschen, in welchen Bereichen schlägt es aus, in welche Richtung gehen die Interessen. Dann gibt es so Broschüren zu diesen Branchen. Und sie müssen ja auch wie mal wissen, was gibt es. Und dann kommen sie zum Material über, Broschüren und Bücher, wo sie auch mal sich orientieren können. Und ich sage am Anfang auch mal, zuerst sich nicht abschrecken lassen von der Länge, von der Ausbildung, von den Kosten oder so. Da finden wir dann schon Lösungen. Es ist ganz wichtig, dass man sich selber einschätzen kann. Gibt es da irgendwie im Internet etwas, das du würdest empfehlen oder so irgendwie? Wie findet man heraus, wo das sein Potenzial liegt? Also das eine sind so, wir Berufs- und Laufbahnberater haben Tests zu der Persönlichkeit, zu den Interessen, auch zu den Kompetenzen. Und das andere sind so die Fragen, die ich eigentlich fast allen mitgebe. Wer bin ich? Das müssen sie aufschreiben, zum Teil mit Beispielen belegen, was sie für Stärken, für Eigenschaften haben. Und was will ich? Das sind so die drei Fragen, wer bin ich, was kann ich, was will ich? Mhm. Und die sind entscheidend. Dort kommen jetzt den Auftrag auch über noch Bezugspersonen dazu zu befragen und Meinungen von außen reinholen. Und ja, es ist eine rechte Auseinandersetzung mit sich selber. Mhm. Was für Menschen kommen zu dir? Wie muss man sich das vorstellen? Ich berate von Jugendlichen, wo es um die Erstberufswahl geht, relativ wenig bis zu den Leuten in der Lehre, die Probleme haben, wo vielleicht auch nach der Lehre, wo es um eine Weiterbildung geht, Familienfrauen, wo es um einen Wiedereinstieg geht, Leute mit 40, wo es um eine Standortbestimmung geht, bis zu Vorbereitung auf Pension. Mhm. So, und ist auch so mit meinem eigenen Alter, ich bin jetzt 58, ist eigentlich Kundschaft immer auch so ein bisschen um mich herum, vom Alter her. Nicht nur, aber früher hatte ich nie so Leute, die mit Themen Pension kommen. Aber jetzt schon, weil ich selber bald in das reinkomme. Wie ist das, wenn jemand zu dir kommt und sich nicht wohlfühlt in dem Job, wo er ist und du beratest den Menschen? Eben, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, manchmal liegt es ja auch einfach daran, dass man sich selber noch nicht so gefunden hat und dann überall wieder aneckt und es eigentlich gar nicht der Job ist. Wie viel bleiben dann die Menschen in diesem Job drin und wie viele Mal gibt es dann eben gleich einen Wechsel? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ich habe es nicht ausgewertet, aber das, was du sagst, dass auch nach einer Standortbestimmung viele Leute bleiben in dem Bereich,
die sind, vielleicht sogar bei der gleichen Stelle, da gibt es häufig, ich würde sagen, vielleicht fast die Hälfte. Aber durch die Beratung, die Standortbestimmung, wird eben vielleicht klar, dass sie jetzt wieder eine neue Herausforderung brauchen. Wir vorbereiten Gespräche mit dem Chef, was denn ihre Wünsche wären, dass sich verändern, dass ihnen wieder besser gefällt. Und dann gibt es schon einen rechten Teil, der wirklich wechselt. Und sehr häufig gehen die Leute ins Soziale. Da ist schon, also die Kundinnen und Kunden, die ich jetzt berate, gehen häufig in einen sozialen Beruf. Es ist halt dort auch der Einstieg mit 40 oder in einem höheren Alter noch möglich. Aber nicht nur, aber das ist so mir aufgefallen. Aber eben, wenn sich jetzt jemand nicht wohlfühlt im Job oder auch wenn man jetzt irgendwie ein Burnout oder Stress hat oder etwas, dann kommst du nicht gerade und sagst, okay, da muss ein anderer Job an, sondern du appellierst wirklich auch an die Menschen, dass man sich irgendwie auch selber reflektiert. Oder ja. Wie kann das aussehen? Ja. Also es muss einfach auch klar werden und für da haben wir die Instrumente und Gespräche. Warum ist es so? Was hat zu dem geführt? Wieso ist jetzt jemand in einem Burnout? Was sind das für persönliche Anteile und was ist von der Firma her, vom Umfeld dazugekommen? Und da muss man schon sehr genau anschauen, um nachher richtig reagieren und handeln. Wenn man jetzt so zu dir in eine Laufbahnberatung kommt oder in eine Berufsberatung, wie tut man sich da vorbereiten? Was erwartest du alles dann? Also ich wünsche in der Regel, dass sie mir einen Lebenslauf schicken vorher, dass sie das einmal kann anschauen. Und ich frage schon am Telefon, was ist so das Hauptthema, wieso, was führt denn, was ist das Ziel, was ist der Wunsch und macht mir Notizen. Und, aber sonst gibt es nicht weitere Vorbereitung, sondern ich will dann die Leute kennenlernen und kann erst aus dem Gespräch heraus die richtigen Fragen ableiten, die ich ihnen dann als Aufgabe vielleicht auf die nächste Sitzung mitgebe. Also zu mir kommen sie mit relativ wenig Vorbereitung. Aber das ist ja auch gerade ein ganz wichtiger Punkt, der Lebenslauf oder eben auch dann so eine Bewerbung. Da gibt es unglaublich viele Varianten, wie jetzt so ein Ding genau darf, soll, muss aussehen. Was sind No-Gos und was sind Goals? Kann man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen? Also da ist etwas, was ich sehr viel mit meinen Kundinnen und Kunden mache, den Lebenslauf optimieren und das ganze Bewerbung schreiben. Und da, was du gesagt hast, da sagt jeder Experte wieder etwas anderes, ist so. Und darum ist meine Haltung, wenn man sich bewirbt, dann macht man ja da von sich aus. Also muss die Bewerbung, der Lebenslauf so passen, wie es zu einem passt. Da gibt es heutzutage wirklich nicht mehr so wie früher noch Vorlagen, wo man sagt, das ist jetzt die aktuellste. Und so muss man es machen und nicht anders. Das heißt, du ganz klar, das darf individuell daherkommen. Schon, aber es soll so sein, dass der, der es liest, einfach hat zum Lesen und das Wichtigste schnell sieht. Weil wenn man sich bewirbt für eine Stelle und da hat es 100 Bewerbungen, dann muss schon beim Lebenslauf so die wichtigen Sachen vorstechen. Es geht ganz schnell. Was heisst das konkret? Also ich tue das so beraten, wenn Sie jetzt eine Stelle haben und im Lebenslauf ist da aufgeführt, dass nachher so 3, 4, 5 Stichworte zu der Hauptarbeit unten dran aufgeführt sind, dass der mögliche neue Arbeitgeber sofort sieht, ah, der hat jetzt da und da und so gemacht. Also man muss schnell eine gute Übersicht haben. Und jetzt sieht man ja auch immer wieder, dass auf der Seite dann so aufgeführt wird, ich bin freundlich und fröhlich und kompetent und weiss ich was alles. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich selber so Bewerbungen einmal bekommen habe. Was sagst du zu diesen Persönlichkeitsbeschreibungen? Oder? Ich rate ihnen ab, ein bisschen von dem. Aber wenn es Leute unbedingt machen wollen, dann sollen sie das. Da zeigt ihnen auch etwas. Eben, sie sollen es so machen, wie es für sie passt. Aber einfach so Zeug herschreiben, das kann jeder. Das sagt nichts aus, finde ich. Man erlebt ja dann die Person beim Vorstellen. Und dort kommt es ja dann zum Tragen. Also da bin ich skeptisch. Ja.
Wenn man eine Bewerbung schickt, dann kann es natürlich auch immer wieder sein, dass man dann eine Absage bekommt. Und dann ist auch immer wieder ein bisschen die Diskussion, soll man jetzt nachfragen, wieso dass die Absage gekommen ist oder nicht? Was empfiehlst du da? Also wenn man sich hat vorstellen durfte, und es kommt dann zu einer Absage, dem finde ich, hat man auch wie ein Anrecht, um zu hören, wieso, warum hat es nicht geklappt. Und ich tue viel auch meine Kundinnen und Kunden so beraten, dass ich sage, unbedingt jetzt nachfragen, weil da aus dem heraus kann man etwas lernen für die Zukunft. Oder was heisst jetzt da, wieso ist man nicht hergekommen, was hätte nicht gepasst, liegt es an einer Qualifikation, die nicht da ist, oder ist es eine Art gewesen, wie man auftreten ist, das ist sehr hilfreich fürs nächste Mal vorstellen. Mhm. Wenn man nicht zum Vorstellen kommt und den nachfragt, dann kommt man in der Regel keine rechte Antwort über, weil der Arbeitgeber gar nicht mehr recht weiss. Also, dann gibt es halt so einen Standardsatz mit Leuten, die noch besser gepasst haben. Mhm. Mit dem kann man eigentlich nichts anfangen. Kann man da so ein bisschen sagen, wenn man mal eingeladen wird, dann ist das schon mal sehr ein gutes Zeichen? Oder gibt es da so ein bisschen Abstufungen? Ja, also wenn man zum Vorstellen kommt, ich sage jetzt von 10 Bewerbungen, einmal kann sich vorstellen, dann ist das in vielen Branchen sehr gut. Und dann ist auch ein Zeichen, offenbar stimmt Bewerbung und Qualifikation, dass man bei den Leuten ist. Und wenn es, da habe ich mir Leute, die machen hunderte von Bewerbungen, und bevor sie zu mir kommen, und kommen nie zum Vorstellen. Mhm. Und dann muss man sagen, das ist ja völlig sinnlos. Das kann nicht funktionieren. Zum Schluss möchte ich noch so schnell ein bisschen auf das Thema Ehrlichkeit eingehen. Oder? So eine Bewerbung pimpt man natürlich, da macht man das Beste daraus und schreibt bei irgendwie meinen schlechten Punkten, ja, ich bin ein bisschen ungeduldig oder so etwas rein. Wo ist dann wirklich aber einfach die Ehrlichkeit gefragt? Also gerade wenn es zu einem Vorstellungsgespräch kommt, oder wie würdest du das sagen? In welchem Bereich darf man oder muss man vor allem auch für sein eigenes Glück ehrlich sein? Also authentisch und ehrlich sein, denke ich, immer wichtig. Wenn der Arbeitgeber jemanden einstellt und anmerkt, das stimmt überhaupt nicht, was wir dort besprochen haben, da könnte ein Schuss recht hinten rausgehen. Ich erlebe, dass viele Arbeitgeber das sehr schätzen und auch, wenn es halt mal schwierig ist, zum Beispiel mit dem vorhergehenden Arbeitgeber, wenn das auch benannt wird, wieso dass man dort weggeht. Aber es gibt schon so einen Graubereich, wo man halt irgendwie muss, ich tue meine Kundinnen und Kunden auch vorbereiten mit Vorstellungsgesprächen und so. Die Frage kommt auch heute viel noch wegen Schwächen. Wo steht man an? Und das muss man schon gut vorher überlegen. Gibt es dann gute Schwächen? Oder gibt es so Schwächen, wo du sagst, ja, ja, in dem Moment, wo ihr das gefragt werdet, könnt ihr das ruhig sagen? Also es muss ja immer zu dieser Person passen. Und durch das, dass, wenn es jetzt um eine ganze Standortbestimmung gegangen ist, bei meinen Kundinnen und Kunden kenne ich die Leute und sie haben ja die Aufgabe gehabt, auch ihre Schwächen zu benennen, und die sind dann da. Und etwas Häufiges ist zum Beispiel da mit der Geduld, dass viele sagen, ja, ich habe manchmal nicht so Geduld. Und das kann man aber auch positiv sehen. Also man kann sagen, ja, da fehlt mir manchmal, aber man kann aus dem auch ableiten, dass jemand halt einen super Job will machen und hohe Ansprüche hat. Und das ist ja an sich auch nicht schlecht. Ja. Und eben unbedingt ehrlich sein. Ich glaube, man macht sich ja auch keinen Gefallen, wenn man dann irgendwie etwas vorspielt und dann kommt man den Job über und dann, okay, was mache ich jetzt? Dann muss man dann wirklich die ganze Zeit da irgendwo in einer Rolle bleiben. Wenn man zu dir kommt, noch ganz schnell, was kostet die Beratung bei dir? Der Stundentarif ist 170 Franken. Und so eine Standortbestimmung ist schnell einmal 1400 bis 1800 Franken. Da gibt es einen Bericht dazu, ist Vor- und Nachbereitung, viel Hintergrundarbeit, Gespräche, die wir miteinander haben. Es ist schon, es kostet etwas. Und auch keine Jobgarantie. Hallo, geht's? Das kann ich nie geben. Das nicht, ja. Aber es wird wahrscheinlich auch, dass das wieder klappt. Ja.
Beat Gähwiler, danke vielmals für deine Zeit und für deine Tipps und Tricks, dass du bei uns im Top-Talk warst. Und Ihnen zu Hause, danke vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich haben Sie auch den einen oder anderen Tipp noch mitnehmen können. Wir haben noch fast vergessen, Birre vom Schweizer Obstverband. Genau, dürfen wir natürlich auch noch dir etwas Gesundes mit auf den Weg geben. Danke vielmals. Und Ihnen zu Hause jetzt ganz, ganz eine gute Zeit und bis bald. Dankeschön. Merci.